Jetzt habe ich hier mal einen richtigen Klassiker für euch. Wahrscheinlich brauche ich euch das Video hier gar nicht zeigen, weil ihr sie alle kennt. Die berühmte Manna-Waffel. Hier in der Sorte Original Neapolitana. Gibt es nämlich zum Beispiel auch Zitronen und wahrscheinlich auch zig andere Sorten. Soll ich es euch jetzt wirklich erklären? Ja, aber ich habe sie mir gekauft, um euch einfach dieses Klassiker-Video zu zeigen. Und wenn ihr sie nicht kennt, dann sage ich euch nur, geht los und holt sie. Vielleicht auch gar nicht unbedingt, weil sie nur so lecker. Ich meine, sie sind lecker. Aber auch, weil es einfach ein Kultgebäck, eine Kultsüßigkeit ist, die man einfach kennen muss. Jeder kennt es. Was ist das Ganze denn? Hier übrigens in der 400-Gramm-Packung gibt es natürlich auch kleine. Oft sind die in so viereckigen Karrees, wo man die so knack, knack auseinanderbrechen kann. Hier sind so mehrere kleine drin. Eine knusprige Waffel mit Haselnusscreme-Füllung. So, was genau drin ist, können wir uns hier auf der Seite angucken. Knusprige Waffel mit einer 82-prozentigen Haselnusscreme-Füllung. Also hauptsächlich Haselnusscreme, 12% Waffel. Wahrscheinlich Massegewicht dann. Zutaten: Wir haben Zucker, wir haben Weizenmehl, wir haben pflanzliche Fette, Haselnüsse, 12% in der Creme. Aha. Also 12% Haselnüsse insgesamt. Vermutlich sind dann aber auch irgendwo Aromen drin. Natürliches Aroma. Genau, weil 12% Haselnüsse könnten nicht diesen geilen Geschmack alleine erzeugen, der so ein bisschen an Nougat erinnert. Die Nährwerte können wir hier am Rand sehen. Wir haben pro 100 Gramm 485 Kalorien, davon 22 Gramm Fett, 65 Gramm Kohlenhydrate, oh, 46 Gramm Zucker. Das ist ordentlich, das ist heftig. Oh, warum mögen Menschen Manna? Über 100 Jahre ein Original aus österreichisches Rezept. Strikte Qualitätskriterien, dann 100% UTZ-zertifizierter Kakao, keine künstlichen Farbstoffe und Zusätze, also quasi im Konservierungsmittel. Vienna. Lesen wir mal etwas Geschichte. Geschichtsstunde mit Onkel Di. Das bin übrigens ich. Schokolade und Waffeln für alle. Es war Josef Manners großer Traum, um seine Vision zu verwirklichen, gründete er 1890 die Schokoladenfabrik Josef Manner. Und wo? Natürlich in der Hauptstadt der Süßwarenkultur, in Wien. Boah, ich muss unbedingt mal nach Wien. Wer kommt mit? Mit dem Zug nach Wien hätte ich so Bock drauf. Vor allem gerade mit dem Zug. Ich fahre gerne Zug. Ich bin dabei. Wer kommt mit? Bitte bei mir melden. Losfahrt Dortmund, ab nach Wien. Nonstop nach Wien. Und dann nur im Kaffeehaus sitzen und Süßigkeiten essen und eine Sachertorte. Warum die rosarote Manna-Schnitte von dort aus begann, die Welt zu erobern? Fragezeichen. Ganz einfach. Manna mag man eben. Was ist das für eine Aussage? Ist ein bisschen schwach, tut mir leid. Ja. Gucken wir sie uns mal an. Ich muss die Box da ganz hinten hin tun, sonst kann man gar nichts sehen. Ich glaube, die hat irgendwie im Angebot 2,50 gekostet. Ich glaube, sonst kostet die 3,50 oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Machen wir mal einen Blick da rein. Ja, eine Tüte voll Glück. 400 Glück. Wenn ihr die ganze Tüte esst, braucht ihr den ganzen Tag nichts mehr essen. Habt ihr euer Kalorienbedarf gedeckt. Etwas doof daran, dass das in dieser Box landet, ist natürlich, dass die nicht ganz so schön perfekt eckig sind. Durch die Bewegung da drin sind die dann etwas abgenutzt. Nichtsdestotrotz sieht man hier ganz schön, dass wir eine dicke Haselnussfüllung drin haben. Die Waffeln außen sind eher dünn. Dann gucken wir das hier. Ja, doch. Wow, Kakaocreme-Füllung drin. Wie viel ein so Ding wie ich, weiß ich jetzt gar nicht. Können Sie mal den Knack an. Ich hatte es mal neben das Mikro. Ja. Und dann sehen wir hier im Querschnitt nochmal schön die dünne Waffel. Das werden Masseprozent sein. Man muss ja sagen, Prozentangaben können immer auf Volumenprozent, also wie groß etwas ist, bezogen sein. Oder eben auf Masseprozent. Hier haben wir ganz deutlich Masseprozent, weil man sieht, dass die Waffel sehr luftig ist. Trotzdem vom Volumen, also wie viel es aussieht, ungefähr so viel ist wie die Schokolade. Dann würde es 50-50 sein. Ist es aber nicht. Es steht drauf 12:82. Heißt dann, also daraus kann man schließen, dass es Masseprozent ist, denn Gewicht Masse. Denn die Kakaocreme wird ungefähr 82% des Gesamtgewichtes ausmachen wie die Waffel. So viel dazu. Aber kommen wir mal zum Geschmack. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Knusprige Waffel, schokoladig innen drin mit Haselnussnote, wobei ich finde, die Schokoladennote ist etwas intensiver als die Haselnussnote. Ja,
ist einfach schön zu essen, so diese dünnen Schichten, das hat man nicht nur einmal so eine Waffel, sondern mehrere, ist ganz cool. Ist jetzt irgendwie für mich persönlich nicht die leckerste Süßigkeit überhaupt. Das ist ein Kultgebäck, das ist cool, man kann sich mal holen, man kann sich darauf verlassen. Ist sehr, sehr süß, muss man sagen. Das sieht man an dem Zuckergehalt, der ist schon nicht ohne. Trotzdem will ich jetzt sagen, es ist ein Kultgebäck. Vielleicht so anhand von Zutaten und so nicht das Beste. Und auch vom Geschmack nicht das Beste. Aber es ist Kult. Von mir aus einen Daumen nach oben für den Kultfaktor. Und an euch die Frage, welche Sorten Manna ihr alle kennt. Ich bin ja echt so ein bisschen unbeholfen. Ich habe sie nur mal mit Zitrone gesehen. Neulich auf der Arbeit hat Arbeitskollege Marvin sie mitgebracht. Würde mich aber freuen, wenn ihr mir da ein bisschen eure Manna-Erfahrung in die Kommentare schreibt. Und ansonsten danke ich euch abermals dafür, dass ihr meinen YouTube-Kanal eingeschaltet habt. Ich bin froh darüber, dass ihr meinem Kanal folgt. Wenn ihr das nicht tut, wird es Zeit, dass ihr das tut. Wenn ihr es nicht machen wollt, seid ihr blöd. Und habt einen wunderschönen Tag noch. Danke und ciao.